Rund 1800 Menschen mit Asylhintergrund wohnen in Schwerin, darunter einige hundert Moslems. Sie beten unter einfachen Bedingungen in einer ehemaligen Kita. Das Massaker in der neuseeländischen Hauptstadt sorgte für Trauer in der muslimischen Gemeinde in Deutschland. Auch in Schwerin ist man entsetzt, vor allem über die Hetze rechtsextremer Parteien wie der AfD. Im Prinzip hat man sowas erwartet. Nicht unbedingt in Deutschland, aber insgesamt die Hetze, die es schon Trump eigentlich geführt hat damals und Stimmfang benutzen. Die meisten Muslime kommen in Schwerin zum Freitagnachmittagsgebet zusammen. Nach dem Gebet tauschen sich die Männer über aktuelle Ereignisse aus. Auch wenn in Deutschland ein großes rechtsextremes Gewaltpotenzial vorhanden ist, vertrauen die Muslime auf den deutschen Rechtsstaat. Also Sorgen haben wir natürlich, aber wir gehen davon aus, dass da doch hier zum Beispiel die Waffen, ist es nicht so wie in den anderen Ländern, sehr leicht zu bekommen sind. Andererseits, wir hoffen uns, dass hier die Sicherheitsbehörden schon doch die rechte Szene eigentlich gut beobachten. Das Stimmungsbild in der Schweriner Gemeinde ist gemischt. Auch hier überwiegt das Vertrauen auf ein friedliches Miteinander der Bürger. Ich denke, das passiert, was passiert in Neuseeland, passiert hier. Ich habe ein bisschen Angst, ja, nicht viel, weil die deutsche Regierung hat viele guter Schutz für die muslimischen Leute oder für alle Menschen hier in Deutschland. Es ist traurig für mich, aber habe ich nicht so Sorgen, hier zu kommen und so. Weil wir lernen von anderen, aber es ist traurig für mich, die vielen Menschen dorthin. Warum die Leute sind hier? Warum müssen wir zusammenleben? Warum müssen die Muslimen und Nicht-Muslimen andere Leute, die glauben oder andere glauben, andere Typ, müssen wir zusammenleben? Die Welt ist global. Und da muss global sein. Ich komme aus Nigeria und da wohnen auch verschiedene Leute da, mit verschiedenen Glauben. Schwerin hat den Muslimen 2018 das Gelände einer alten Kaufhalle auf dem Dresch angeboten, um hier ein Gebetshaus zu errichten. Momentan versucht gerade die AfD, Stimmung gegen den geplanten Pachtvertrag zu machen und Hass zu schüren. Der falsche Weg findet der Islamische Bund in Schwerin. Wenn man schon mit Hassreden, sage ich mal, Hassreden toleriert, ist natürlich die Sicherheit sehr gering. Also von da muss man eigentlich anfangen. Und ich denke, Hassreden gehören nicht zu der Meinungsfreiheit. Kommentar. Schwerin hat in den letzten Jahren beispielhaft gezeigt, dass Integration funktionieren kann. Viele Menschen helfen ehren- oder hauptamtlich und sorgen trotz vieler Probleme dafür, dass sich Flüchtlinge in Schwerin willkommen und sicher fühlen. Das dürfen wir uns nicht von Hetzern und Scharfmachern kaputt machen lassen.